So, willkommen zurück. Ich habe letzte Woche gesagt, morgen, das ist ein bisschen blöd formuliert gewesen. Natürlich erst nächste Woche, denn es kommt ja wöchentlich. Wir sind gerade am Hypnotisieren von Laura, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Auf jeden Fall, je weniger Bedürfnisse die Menschen haben, desto mehr gleichen sie den Göttern. Ja, denn wir sind jetzt wieder zurück bei einer Folge von Hypnosis, nachdem ich mich letzte Woche ziemlich blöd angestellt habe und dreimal hier vorbeigelaufen bin. Aber jetzt habe ich es geschafft und es kann losgehen. Wir gehen in den Raum der Künstlerin, deren Familie lauter aus Idioten bestand und sie deswegen hier ist. Und wir fragen sie, wo wir sind. Okay, hier malt sie in ihren Träumen. Können wir das mitnehmen? Nein. Was ist denn damit? Ja, achso, und die kann ich jetzt hier drauf tun? Oder was? Ja. Ah, okay. Cool. Achso, ich mache jetzt hier die Bilder zu Ende, oder was? Oder wie, oder was? Oder ich. Huch, hallo? Ach du Scheiße, ich gehe jetzt in das Bild rein. Elternhaus. Das ist das Elternhaus. Okay. What's bothering you? My parents don't love me. They could just care less. Neues Problem, Eltern. Okay, die Eltern lieben sie also nicht. Und beschweren sich nur, dass sie die Fernbedienung versteckt haben. Och, ich weiß nicht. Was ist das denn? Mit dem muss ich jetzt aber nicht kämpfen, oder? Ach du Scheiße. Das ist doch kein Skelett. Na ja, gut, vielleicht ist es doch ein Skelett. Wir werden es auf jeden Fall los, ne? Sieht aus wie so ein, keine Ahnung, Rockenfan. Das Echo ist nicht der Herr im eigenen Haus, sagt Sigmund Freud. Ach du Scheiße. Na gut. Ich werde das mal hier rein. Und damit hier rein. Und dann machen wir das hier zeitmäßig gleich. Das dahin. Ah, da beißt sich jetzt aber echt einer, ne? Ah, ich muss mich beeilen. Scheiße. Mach weg. Mach das weg. Nein, ich muss schneller sein. Verdammt. Nein. Okay. Okay, das dahin und das dahin. Ich muss mich echt beeilen mit dem Skelett. Das ist Wahnsinn. Oh, wie macht das Skelett das? Das ist doch nicht normal. Wie mache ich das denn? Wir sollen darauf warten, dass der Gegner zuerst angreift? Klicke zum Starten, okay. Na komm, greif an. Greif an, du Sau. Okay, ja. Komm schon, Baby. Tu mir den Gefallen. Komm schon. Mach, dass es aufhört. Ey, gehst du weg, du Sau. Nein. Ich schaff das. Verdammt. Komm schon. Ey, das gibt's doch nicht, oder? Oh, macht's mich nicht alle, Leute. Komm schon. Ein Hin und Her hier, ey. So, hier aber jetzt. Ne, jetzt hör die Scheiße auf. Jetzt hole ich hier Nachschub mit meinen Würmchen. Und jetzt machen wir hier Ratzeputz. Und weg der Scheiß. Ist echt nicht leicht manchmal, ne? Muss echt nachdenken bei dem Scheiß hier. So, fertig. Mit sich selbst glänzlich ehrlich zu sein, ist eine gute Übung. Okay. Da haben wir Sigmund Freud sehr, sehr oft zitiert. Fällt mir so auf. So, was haben wir denn noch? Ich will weiter in ihren Träumen fischen. Für das Wiederholen eines Phobia-Kampfes. Weißer Spieler. Na, explodier, mein Freund. Jawohl.
Ach, hier ist die Fernbedienung. Guck mal. Fernbedienung? Hast du eine Maus gesehen? Ja, habe ich. My mom plays computer games for days at a time. Okay. She's growing cabbage and herding sheep online. Okay, gut, die Mutter spielt also den ganzen Tag nur Computer und lass mich ran. Der Vater guckt Fernsehen. My dad has escaped into a world of beer and sports. He screams, "Go!" Gets fatter and his head is getting square. Okay, gut, das ist natürlich mies, ne? Wenn du solche Eltern hast. So, mach mal den Schrank auf hier. $10. Ein wenig Wechselgeld. Und einen Pinsel. Okay, gut. Können wir hier weiter nicht? Gut. Gehen wir wieder. Kann ich den Ball mitnehmen? Nein, gut. Dann gehen wir wieder zurück ins reale Leben, wollte ich schon sagen. In den Traum natürlich nur. Achso, muss ich vielleicht hier die Wand malen? Also die Tür zu Ende malen? Ja? Ha, ich bin gut, ne? Ich möchte da bitte rein. Dankeschön. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, was ist das jetzt? Und nicht schon wieder so ein Vieh, oder? Nein! Nam, 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 Hunger! Ja, greif mich an, du Sau. Komm, greif mich an. Ich bin bereit. Jederzeit. Lalalala. Das Leben ist und bleibt ein Schlachtfeld. Wenn dem nicht so wäre, würde nichts mehr existieren können. Ja. Vergiss die Sterne nicht. Durch sie erhältst du Kristalle. Also nehmen wir jetzt hier das. Machen uns hier drauf. Machen uns hier drauf. Ne? Machen uns damit hier drauf. Ach, du Scheiße. Ob das was wird hier? Machen uns hier drauf. Okay, machen uns hier drauf und hier drauf. Und hier drauf. Noch ein bisschen Nachschub holen. So, und dann machen wir alles hier drauf. So, würde ich sagen, ne? Jetzt habe ich das Prinzip auch so ein bisschen verstanden. So ein bisschen besser, meine ich. Gewonnen! Ja, alle Sterne! Wunderbar, wunderbar einfach nur. Ich hab's einfach drauf. Ohne Schmerz kann man nicht zu vollem Bewusstsein gelangen. Okay, naja gut, ja. Ich muss sagen, die Ladebildschirme sind zwar einfach gemacht, aber durch diese Sprüche machen sie doch ein bisschen was her, ne? Bin ich für. Bin ich großer Fan von. Fan von. Ja, wie geht's weiter? Mein erster Stern für das Verdienen deines ersten Sterns. Bonus im Kunstbereich sein neues Bild verfügbar. Ja, das gucken wir uns natürlich gleich an, ne? Aber erstmal sammeln wir uns hier diese Zahnsteine auf. Und Kunst. Kunst. Was ist denn? Ach, hier, guck mal. Was ist das denn? Okay, gut. Okay, ich will nicht wissen, was das ist, glaube ich. Was haben wir denn noch im Inventar? Wechselgeld. Was ist denn hier eigentlich mit? Kann ich... Ach, hier, Pinsel und dann weitermalen? Nein? Oh. Pinsel und dann hier weitermalen? Nein. Pinsel und dann hier weitermalen? Ja, das klappt. Ach so, gut. Hauptsache, das funktioniert. Ein Geschenk für Vater. Okay, wir haben ein Geschenk für Vater. Und das ist bestimmt ein Geschenk für Mutter, oder? Oder? Ein Geschenk für Mutter? Jawohl, dann gehen wir hier wieder rein und schenken Mutti und Vati ein Bild. Ach, jetzt sitzen sie zusammen. Na, das ist doch ein Traum. Hier, Bild für Mutti. Ne? Geschenk für Mutti. Oh, Mutti ist normal, okay. Und ein Bild für Vati. Vati ist ja fett, ne? Wow, ich bin so glücklich. Vati ist nicht fett, okay. You know, your parents really do love you. Do you love them? Of course I love them. Problem gelöst. Ja, okay, wir haben das Elternproblem gelöst. Auf zum nächsten Problem oder was? Was ist denn das? Ein Herz. Na gut. Gut, das Elternproblem ist gelöst. Die Frau hat anscheinend noch weitere Probleme mit ihren 18.
Aber ich würde sagen, die löst man natürlich auch locker. Ich finde das Spiel sehr, sehr geil gemacht, weil es kein Wimmelbild ist, aber du doch Rätsel lösen musst. Also ich finde das Spiel so geil. Oh, hat ihr vorhin Schluss gemacht? Ach du Scheiße, Sexualität. Okay, wir sind hier in ihrer Sexualität. What's bothering you? Nobody loves me. Niemand liebt mich, okay. Problem, niemand liebt mich. Mhm. Gut. Hey, bitte kauf mir einen Drink. Ja, gerne doch. Hier. Nee, kein Drink? Warum kein Drink? Kann ich hier rübergehen? Sind Sie schon 18? Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. So, was ist das denn? Der hat ein komisches Zeichen hier. Nein, gut, da kann ich nur durchgehen. Besitzt? Ein toller Fund für das Finden eines versteckten Edelsteins. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, ne? Ja, besetzt, ich will ja auch gar nicht aufs Klo. Ich will mein Liebesproblem lösen. Most men are boring and aggressive, but die meisten Männer sind langweilig aggressiv, aber die meisten Frauen auch nicht besser. Ach, ja, schön. Oh, guck mal hier. Da gibt es jemanden, aber der ist wirklich seltsam. Er ist die ganze Zeit über traurig, so wie ich. Mhm. Okay. Die fallen, die haben Nasen, die haben Ohren. Hey Süße, soll ich deine CD abspielen? Ja, bitte. Das wäre super, super lieb von dir. Würdest du das machen für mich? Würdest du nicht? Kann ich einen Tipp benutzen? Ach, ich soll die anquatscheln oder was? Kann ich die anquatscheln? Hallo? Hey, bitte kauf mir einen Trink. Ja, ich darf ja noch keinen Trink kaufen, ne? Weil er mir nicht glaubt, dass ich 18 bin. Hier, Geld. Was? Sind Sie schon 18? Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Ich habe keinen Ausweis. Niemand liebt mich. Ja, ach, die haben alle drei Probleme. Okay, gut. Die leuchtet hier so komisch, die Tussi. Was ist mit der? Die will einen Trink. Aber ich kann ja keinen Trink holen. Weil ich keinen Ausweis habe. Kann ich ihm Geld geben? Nein, kann ich ihm nicht. Schade. Kann ich dem DJ Geld geben? Nein, kann ich auch nicht. Warum nicht? Der DJ wird es bestimmt nehmen. Ich kenne keinen DJ, der kein Geld nehmen würde. Hey, Süße, soll ich deine CD spielen? Ja, bitte. Ja, so Geld. Nein, na gut. Ich mache jetzt mal was ganz Gemeines. Ich kaufe mir Tipps. Ja, bitte. Ich bitte darum. Und dann gehe ich jetzt hier rüber und möchte mir einen Tipp kaufen. Benutzen. Ach, ich soll aufs Klo. Natürlich. Ich gehe aufs Klo. Ja. Ach, die war auf dem Klo. So sieht sie auch aus. Die sieht schon so aus, als wäre sie gerade vom Klo gekommen. Hat ihre Tage oder was? So, los geht's hier. So, neuer Tipp. Der Patient bildet sich ein, dass die Lösung seines Problems hilfreich ist und vergisst dann, was er sich einbildet. Okay. Ach du Scheiße. Hast du es satt, Phobien zu bekämpfen? Blick auf Überspringen. So kannst du den Kampf sofort beenden. Ich habe es zwar satt, aber natürlich machen wir weiter. Ne? Hier weiter. Das Vieh kämpft sich hier gerade so ein bisschen durch. Okay. So. Das dahin und das dahin und das dahin. Und das dann dahin. Das 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 dahin. Okay, das dahin. Das dahin. Das dahin. Das. Das dahin. Ich würde sagen, läuft super, wa? Ein bisschen hektisch arbeiten, alles drauf und an, aber es läuft. Wenn es läuft, dann läuft. Alle acht Sterne, alle drei Sterne, jawohl. In diesem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank. Okay. Okay. Dann ist ja jeder ein bisschen krank, oder? Jeder tut doch mal am Wert des Lebens zweifeln. Oder am Sinn des Lebens, oder nicht? Ist ja nicht jeder ein bisschen krank? Bin krank. So explodier, du Flunder. Ein Ausweis, ein Ausweis.
Ich habe einen Ausweis. Gebär den Ausweis. So, Ausweis. Mit dem ich schon 18. Ja, das macht 10 Dollar pro für Cocktail. Na klar, bitte. Krieg ich jetzt was zum Schnüffeln? Fein. Ich kann saufen. So, dann. Ja, hast du was zu trinken? Ach nee, du wolltest nichts trinken. Die wollte was trinken. Ach naja. Hey, bitte kauf mir einen Trink. Kaufen Sie mir einen Trink. Hat es umgekippt oder was? Habe ich es jetzt abgefüllt? Ach schön. Ich habe es abgefüllt. So, CD. So ist die Kettenreaktion. Ja, bitte spiel meine CD. Die liegt immer noch rum. Ach ja, schön. So, dann nehmen wir hier diese Blume. Eine Lotusblume der Zuversicht. Okay. Und die gebe ich jetzt ihm, oder was? Ja, nein, vielleicht. Nehmen die Blume der Zuversicht. Alter, wie sieht der denn aus? Bitte was? Ach, guck mal. Ah. Das ist ja schön. Problem gelöst. Oh, guck mal, da kann ich was mitnehmen. Nein, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann die Kerze mitnehmen. Na gut. Dann, wie gesagt, machen wir den Aufnahmeschluss und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.